Ja, hallo liebe Leute. Und hier ist mal wieder ein schönes Video über einen Golf 5 R32 von einem Kunde aus, ich weiß mal nicht mehr, oder Haus. Scheiße nochmal. Ja. Und von einem guten Kunde auf jeden Fall. Der ganze Umbau wurde von dem Kunde vorgenommen zu den Motordaten. Das ist ein R32 Turbo mit SX, ich muss jetzt echt schwindeln, SX300, ganz großes Abgasgehäuse. Leider haben wir bei dem Auto abgastechnisch ein bisschen Probleme gehabt, weil der fährt halt originalen Auspuff. Und originalen Auspuff, er hat schon einen großen Auspuff, aber mit Katz halt, alles wegen TÜV etc. Ne? Mit HJS-Katz, und dann bist du halt in der Leistung begrenzt, auch wenn es zwei HJS-Katz sind. Abgasgegendruck ist dann halt zu viel geworden. Bei dem Auto haben wir eine Leistung von 712 PS und 1000 Newtonmeter rausbekommen. Das gute Stück ist abgestimmt auf eine ME7, also Originalsteuergerät, so wie ihr das halt von uns kennt. Luftmassenmesser ist vom RS4. Düsen hat der Kunde, glaube ich, drin, 89er. Müsste ich jetzt in den Datenstand gucken, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Zwei brutale Zulaufleitungen, ein Rücklauf. Er hat hier unten einen schönen Catchtank eingebaut mit zwei Benzinpumpen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das sind. Auf jeden Fall, Spritzufuhr hat ordentlich gereicht. Ne? Was halt das Augenmerk an dem Auto war, DQ500 hat nicht gut geschaltet, war halt nicht richtig abgestimmt alles aufeinander, und deswegen kam er zu uns. Ja, ansonsten ein geiler Umbau, war ein langes Projekt. Wir hatten viel Probleme mit Standgas, gerade die Ladeaufregelung in den Griff zu kriegen. Das Problem ist einfach der massive Benzindruck. Auch wenn er einen guten Benzindruckregler alles drin hat, aber früh zum Beispiel spritdichter wie wenn es warm ist, früh, was heißt früh, ne? Ihr wisst, wie ich es meine, wenn es kalt ist und wenn es warm ist. Und das ist halt ein bisschen das Problem gewesen, aber das haben wir relativ gut hinbekommen. Und ja, es war eine lange Geschichte. Ich glaube, mit 1,5 Bar, wir blenden das dann alles ein, mit 1,5 Bar fahren wir 600 PS und 820 Newtonmeter. Ich müsste jetzt echt aufs Protokoll gucken. Und wir werden das dann aber einblenden, werden noch ein bisschen was dazu schreiben. Ja, zu dem Umbau, weiteres würde ich jetzt sagen, einfach während der Fahrt. Was halt wieder wichtig war, relativ seriennah fahrbar, aber ihr wisst selber, ein R32 Turbo mit DQ500 seriennah fahrbar zu kriegen, ist, ja, ich sage jetzt mal, fast unmöglich. Ne? So, wir haben das ganze Auto so ein bisschen vom Abstimmung her ein bisschen aggressiv gemacht, dass das sehr geil läuft. Und das ist halt einfach sein Charakterbild. Ne? Was man mal noch gucken können, er hat eine schöne geile Bremse reingebaut in das Fahrzeug. Keramikbremse vom Audi. Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Audi die sind. Müsste ich nicht echt fragen. Weil das Ding muss auch anhalten können. Ne? Also das funktioniert echt gut. Wir werden auf jeden Fall bei dem Fahrzeug noch weitermachen. Ladeluftkühler haben wir festgestellt bei der Abstimmung, dass der anfängt zu stopfen. Ne? Das ist nicht so schön. Da werden wir mal mit Wagner Tuning reden und mal gucken, ob die uns da was Gutes tun können. Na Stefan, du weißt, wen ich meine. Für solche Projekte bist du gern zu haben. Und da werden wir mal sehen, dass wir da den Gegendruck im Ladeluftkühler ordentlich runterkriegen. Ansonsten funktioniert das soweit. Da hatten wir halt oft ein Problem, wenn zu viel Gegendruck im Ladeluftkühler entsteht. Fluppt dir immer hier der Schlauch runter auf der Druckseite. Ne? Jetzt haben wir hier schon auf der Druckseite noch einen Ring drauf geschweißt unter dem Ladeluftschlauch. Aber es ist ja nicht die Endlösung. Die Endlösung ist, dass es ordentlicher Flow ist, was das Ladeluftsystem betrifft. Und ja, dass das schön ordentlich funktioniert. Das wollen wir aber jetzt mit dem Kunden zusammen im Winter noch besprechen, machen, tun. Weil Leistungsziel bei dem Auto eigentlich machbar, denke ich, sind hier locker laut Lader, wenn wir das alles schön bauen. Ich denke mal, echte 900 sollten hier kommen. Ne? Haben wir uns da Mühe gegeben. Bei dem Auto haben wir
glaube ich, 3 Stufen einprogrammiert, was leider nicht sehr schön funktioniert, die Ladedruckregelung. Wie ihr sehen könnt, ist das alles hier mit Ober- und Unterkammer angeschlossen. Es liegt jetzt auch noch ein bisschen wild drin, weil ich das alles noch so, ja, wie gesagt, locker gelassen habe, sage ich mal hier. Ne? Weil wir das dann nachher noch alles ordentlich verlegen wollen. Und da ist halt das Problem, dass die Ladedruckregelung zwischendrin manchmal einfach, wie soll ich sagen, doch zu viel Gegendruck macht und das scheiß Westgate macht dann halt auf. Ne? Und das ist halt schon ein bisschen crazy. Die Ladedruckregelung werden wir alles umbauen, dass das schöner funktioniert und dann werden wir mal weitersehen. Noch mal weiter drauf einzugehen, vielleicht auf das Fahrzeug. Auf der Bremse haben wir jetzt schon gesagt, kann ich gerade leider nicht viel dazu sagen, weil ich nicht weiß, welche das ist. Semi-Slicks sind auf dem Fahrzeug von Syron. Also ich muss echt sagen, die Reifen sind echt geil. Preis-Leistung ist geil. Zumindest für die Straße jetzt. Dann Ultra-Leggera von OZ. Also alles schon auf, sag ich mal, Rennen gebaut. Ne? Ich glaube, hinten haben wir sogar noch... Ah ne, dieses hinten Doppelbremse hat er noch nicht drin. Ne? Weil das Fahrzeug halt einen geilen Käfig ist, halt la gemacht. Ne? Und schön la. Feuerlöscher, ganz wichtig, brauchen wir alles. Das hier unten, das war das Geilste für den Kunde. Das muss ich echt sagen. Da hat er mir extra hinten drin gelassen. Und hat gesagt, hier eine, das ist für, sag mal, der R32 Notkoffer. Den muss jeder R32-Stoffer mit haben. Das fand ich so geil. Ja, aber es ist so, ne? Einen kleinen Werkzeugkoffer sollte man immer mit haben beim R32-Stoffer. Ja, dann hat er auch echt geile Scheibensitze. Die Recaro Pole Position. So, mit geilen Schrotkörben, also das ist schon echt geil gebaut. Es ist halt ein Rennauto, ne? Ein geiler Käfig, was man da Käfig ist. Müsste ich jetzt echt nachschauen. Ja, mit Kreuz oben drin. Ne? Also ist schon, man fühlt sich recht sicher in dem Fahrzeug. Was ich halt noch cool finde, den Schaltknauf, aber das werden wir dann halt nochmal. Das ist jeder, wie er es mag, ne? Gottes Willen. Auch wenn es ein DQ 500 ist. Zeigen wir euch dann alles jetzt noch im Video. Und dann finde ich, ist es eine ganz gelungene Geschichte. Ich glaube, Golf 6 Lenkrad, wenn mich nicht alles hört. Ich glaube, Golf 6. Ist auch schon umgebaut. Also, es ist so eine ganz geile Kiste. Wir werden uns, wie gesagt, mal eine Runde fahren, wenn das Wetter das halt zulässt. Ne? Wir haben ja gerade heute eigentlich den Videotermin ausgemacht, aber so wie es aussieht. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde. Ne? Alles schön warm laufen und gehen mal tanken, weil die Abstimmung hat echt 2 Tanks rausgelassen. Wie ihr sehen könnt, fahren wir die ganze Sache gerade im D-Modus. Müsste mal drauf schwenken. Ja. D-Modus. Und ja, so kann man halt relativ normal fahren. Die Abstimmung war auch ein bisschen so eine Geschichte, aber es funktioniert jetzt einmal frei. Wir haben dafür selber ein Programm geschrieben, der Andi. Und wir fahren jetzt mal eine Tankstelle fahren, lassen wir tanken gehen und dann gucken wir mal, was wir euch hier so zeigen können. Schalten wir mal die ganze Geschichte hier nass. Aber es ist halt sehr, sehr nass. Also wird es nur geradeaus gehen. So, los geht's. Aber dass ihr die Schaltvorgänge seht, das ist echt nass.
mal langsam fahren, weil es echt nass ist. Also, nur mal so, was. Mein Kameramann, den zieht es Falten ins Gesicht. Ja, also, die Abstimmung vom DQ500 ist schon echt krank. Ja. Die Schaltvorgänge merkst du fast kaum noch. Leider wollten wir mit dem Auto mal Zeiten messen, aber es ist, wie gesagt, nicht unser Auto. Wir wollen ja nicht ganz so durchdrehen. Wir wollten bloß mal zeigen, was mit dem Auto halt möglich ist. Wir werden mit dem Kunde, denke ich, noch geile Videos machen und geile Projekte, denke ich. Wir haben schon über einiges geredet. Und ich denke, was wir hier wieder hingezaubert haben, so ist schon... Es ist eigentlich nicht sauber, wenn man mal so will. Ne? Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal bei dem Kunde für das Vertrauen. Muss ich mal so sagen. Taro-Videos etc. werden wir nicht mehr machen. Das bringt einfach nichts, weil der Kameramann kann die Kamera nicht festhalten. Irgendwie. Aber nee, kleiner Spaß am Rande. Vielleicht werden wir vorher mit den Kunden abklären, dass wir das vielleicht Zeiten messen zusammen oder so. Ich hoffe, auf dem Video kann man irgendwie ein kleines bisschen sehen, dass die Schaltvorgänge einfach völlig krank sind. Also es geht einfach nur noch nach vorne. Es gibt keine Pausen mehr. Ja, die Pause, die da ist, die ist ein Witz. Ja, also, ja. Zu der Launch Control, vielleicht können wir mal den Kunden überreden und er macht uns ein Video dazu oder wie auch immer. Die Launch Control ist so programmiert. Den Übergang von ersten in den zweiten Gang, den merkt man nicht. Es geht halt einfach nur vorwärts. Aber es wickelt halt auch auf alle Räder. Also Geschichte, DQ500 mit MU7-Steuergerät bzw. mit frei programmierbar, wie auch immer. Wer das hat, ist bei uns alles machbar. Die ganze Abstimmung lief wieder mit dem Andi von Gecharged, wie immer. Ja, mit diesem kranken Typ. Und die Programmierungen sind auch der Hammer. Ich würde sagen, damit beenden wir das Video, weil wie gesagt, es regnet jetzt. Es ist sinnlos, großartig weiterzufahren. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Auf das Auto jetzt großartig eingehen, was Optik etc. angeht, brauchen wir jetzt nicht, weil es sieht aus wie Sau durch den Regen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare oder wenn ihr irgendwas in die Videos mal geändert haben wollt oder so, dann meldet euch einfach oder schreibt es einfach drunter oder wie auch immer. Die ganze Geschichte ist halt, wir machen die Videos auch noch nicht so lang, ich noch nicht so lang. Da kommt vielleicht auch viel gequirlte Scheiße, aber es ist nun mal so. Wir wollen euch einfach bloß ein bisschen Einblick zeigen in ein paar extravagante Autos, die nicht so alltäglich sind. Das 7er Golf Video hat mittlerweile jeder, glaube ich, angeguckt. Und das hier ist schon eine coole Geschichte. Ach ja, was wir auf den Ganghebel wollten wir noch mal eingehen hier. Mhm. Da kannst du ja noch mal drauf. Der Ganghebel finde ich halt persönlich völlig geil. Ja, diese Verlängerung hier kannst du halt, das ist wie beim Dogbox, kannst du es im Endeffekt schalten. Ne? Das ist echt geil. Jeder wie er es mag, aber ich finde es mega. Ja, und das war die kleine Geschichte zu dem Auto R32 Turbo DQ500 mit Originalsteuergerät. Wir wünschen euch dann viel Spaß. Ciao!